nächste Maschine, die wir jetzt hier im Live-Display vorführen, ist eine EC145P2, ein von der deutschen Verfahren, die kommt dann hier mit und als Bauer verdienen. Gesteuert ist immer Modell von Peter Holzacker, der lebt in Hamburg. Und der Peter ist seit vielen Jahren ein absolut zuverlässiger Wettbewerb im Mittelgebot und ist seit anderthalb Jahren in der Szene und gibt immer wieder Nachbar, da sind wir hier auf den Messen, auch so wirklich langjährig erfahren, dass die Leute verlassen haben. Und deswegen wahnsinnig mit dem Applaus, weil das ist das, was wir in dieses Mal auch verdient haben. Ja, zurück zum Modell. Wir sind ja eigentlich noch hier, wenn ich dann noch viel in der Rettung eingesetzt wird, weil sie eine sehr geräumige Kabine hat. Hinten zwei Leitstätten, die hier sind, die man einfach aufbauen, wenn ich an der Frage nicht einziehen kann, die Wohnmodelle, die Technik, die heutzutage haben, ist das heißt, das Merkmal für die Maschine der Baureihe Eurocopter ist der in der Heckflosse eingebaute Heckmotor, den Sie hier sehen können. Der heißt in der Fachsprache und das ist wie so eine Art integriertes Gebläse. Warum macht man sowas? Warum steckt die Ingenieure sowas auf? Ich denke allein auf den Begriff des Rettungsfliegens wird es sehr schnell plausibel. Denn manchmal ist es nicht immer nur am Boden steht, hier so einlandet, um einen Verunfall oder einen Herzinfarktpatienten abzuholen. Und gegebenenfalls mit laufenden Rotoren arbeitet, das ist natürlich immer auch ein gefahrenvolles Land. Dass es hier eben nicht nur um Fliegen geht, sondern hier muss der Pilot natürlich neben dem Fliegen auch von richtigen Modellen bauen können. Also es geht hier darum, aus einem Bausatz, dass also eine Vielzahl von Glasfaser, Kunststoffteilen, unfähiges ganzes Modell zu bauen. Da müssen die Rundteile miteinander verklebt werden. Da muss dann sehen Sie ein rotes und ein grünes Positionslicht. Rot auf der linken Seite, grün auf der rechten Seite. Das teilt den anderen Luftfahrzeugen. Thank you.
Live hinzuschauen.